Core Gamer Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Ich weiß vielleicht jetzt, wo wir lang müssen. Es ist wirklich behämmert, weil es einem keiner sagt. Ja, es steht auch nicht in meiner Komplettlösung drin. Wir müssen Folgendes tun. Wir müssen quasi am Graben entlanglaufen, damit wir auf einen Schrottplatz kommen. Es ist total behämmert, wenn man drüber nachdenkt. Man könnte ja wenigstens sagen, da ist der Schrottplatz und so, ne? Ne, machen die hier nicht. Sind dumme Nüsse. Ach shit, jetzt hätte ich die Dings abrüsten können. Ja, wie dem auch sei, ich hoffe, dass es jetzt stimmt. Wenn nicht, dann stecken wir ein wenig in der Scheiße und dann muss ich die Aufnahme neu starten. Das wäre super, wenn ich so drüber nachdenke. Das würde wieder direkt so zur Professionalität der CGP-Leute passen, ne? Ich sehe doch, wie ihr alle da draußen sitzt und sagt, CGP ist so professionell, die wüssten wahrscheinlich nicht mal, wie man das Wort schreibt. Ist ja auch richtig so, ne? Ich habe ja Beweise dafür gefunden, dass die Professionalität leider in Ark gestorben ist. Ich hatte da mal einen Grabstein in der Base, ich erinnere mich da, als ich die Ark-Erfahrung das erste Mal gespielt habe. Ja, das würde auch erklären, warum sie so lange nicht zur Arbeit erschienen ist, ne? Also ich habe mir da ja schon angefangen, Sorgen zu machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber, ja, was soll ich dazu sagen, ne? So, er hat eine Ebene ab, sehr schön. Pass auf, wir gucken jetzt erstmal die Substanzen. Hier haben wir jetzt 3 Sterne drauf, hier haben wir einen drauf, den rüsten wir ab. Eventuell können wir nämlich noch den Matra-Zauber mitnehmen. Für den Fall, dass wir ihn nicht mitnehmen können, ist das nicht so schlimm. So, wir sollen hier nach rechts und dann kommen wir auf den Schrottplatz. Angeblich. Woher soll man das bitte wissen? Und warum zum Fick, wenn ich von unten nach oben gehe, lande ich nicht hier? Kann mir das mal bitte jetzt einer erklären? Was zum Fick ist das für... Junge, das regt mich schon wieder so ein bisschen auf, ne? Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Spiel, ohne Scheiß. Mann! Ist ja wie bei Breath of Fire 3, wodurch man bei dem Übersetzungsfehler, der da läuft, nichts machen kann, weißt du? Was ist das für ein Shit? Dein, bist du das? Ja, kennst du noch einen anderen Typen mit einem Maschinengewehrarm oder so? Ich weiß es nicht, ne? Die Stimme habe ich seit Jahren nicht gehört. Eine Stimme, die ich nie vergessen werde. Oh, der humpelt, also dem geht's nicht ganz so knorke. Ich habe mir mal gehofft, dich irgendwann mal wiederzusehen. Ich wusste, dass du noch lebst. Wir hatten die gleiche Operation. Hör mir zu, Dein, ich will... Oh, Dein ist, glaube ich, nicht gut auf dich zu sprechen. Was ist das? Ich höre ihre Stimme. Ich höre ihre Stimme, Eleanors Stimme. Sie fleht mich an, dich nicht total zu hassen. Deshalb habe ich nicht nach dir gesucht. Ich weiß, dass ich dumm war. Ich will dich auch nicht um Verzeihung bitten. Aber was machst du denn hier? Warum willst du denn die umbringen, die nicht mal was damit zu tun haben? Warum? Warum? Das ist dir doch total egal. Werden die Leute, die du umbringst, verstehen, warum? Werden die Leute von Corell es verstehen, nur weil sie Shinra Ausreden hören? Shinras Ausreden hören? Es ist mir egal, was der Grund ist. Die geben uns einfach nur Artillerie und fadenscheinige Entschuldigungen. Übrig bleibt eine Welt voller Verzweiflung und Leere. Willst du immer noch wissen, warum? Okay, ich sag dir warum. Weil ich alles zerstören will. Die Leute dieser Stadt. Die Stadt selbst. Die ganze Welt. Ich habe nichts mehr in dieser Welt. Corell, Eleanor, Marlene. Marlene lebt noch. Ich bin in die Stadt zurückgegangen. Ich dachte, sie würde bestimmt sterben. Deshalb wollte ich bis zum Ende bei ihr sein. Und da habe ich sie gefunden. Habe ich Marlene gefunden. Sie ist in Midgar. Komm, wir gehen zusammen zu ihr, okay? Sie ist also noch am Leben.
Okay, Barrett, das heißt also, wir müssen gegeneinander kämpfen. Das ist komische Logik, aber gut. Was? Eleanor ist ganz allein. Ich muss Marlene zu ihr bringen. Bist du doof? Nein, bist du wahnsinnig? Marlene will ihre Mutter sehen, oder? Hör auf, ich kann jetzt noch nicht sterben. Was du nicht sagst, naja, mein Leben ist seit damals vorbei. Hör auf, ich will nicht gegen dich kämpfen. Barrett! Cloud, du hältst dich da raus, verdammt nochmal, das ist mein Problem. Ja, wir dürfen jetzt nämlich mit Kollege Barrett alleine kämpfen. Oh, ich muss den Dings anschließen. Ja, irgendwann. Was können wir denn von dir klauen? Ich bin mal neugierig. Nichts zu stehlen. Okay. Warte, wir machen erstmal Bio auf ihn. Bio ist, glaube ich, schon eine gute Sache, ne? Attacke! Den müssen wir, wie gesagt, alleine platt machen mit Barrett. So, ist besser. So. Nadelpistole. So, erstmal Ifrit hinterher. Den können wir ja eh nur einmal machen. Ja, also so wie es sich anhört, ist Marlene überhaupt nicht Barretts Tochter, sondern die Tochter von Dine. So, das trifft sich jetzt gut. Zauber, Heilung auf sich selbst. Okay. So, damit geht's uns erstmal wieder gut. Viel Schaden macht er ja nicht, Gott sei Dank. Machtschlag. Kablam. 405. Nice. Dann nochmal Bio auf ihn. Bio wäre, wie gesagt, sowieso wär eigentlich ganz gut, eben weil er dann permanent... Oh, Molotow-Cocktail. Jetzt geht er steil, ne? Ich merk schon. 77, okay, machen. Geht, ne? Bio. 107. Ah, scheint aber dagegen eine kleine Immunität zu haben. Wir heilen uns jetzt wieder erst einmal, ne? Safety first und so. Heilung. Genau deshalb den Molotow-Cocktail. Aber ich glaube, viel Leben hat er ja nicht mehr. Sieht aktuell für mich so aus, als würden wir das Ganze mit einem Limit beenden. Machtschlag! Komm schon, Barrett! Limit! Okay, es geht nicht weiter. Okay, es geht doch weiter. Ah, okay, ist doch fertig. Tja, damit haben wir ihn, glaube ich, bewegt. 55 AP, nice. Und 600 Erfahrung, auch nicht schlecht. Ein Silberarmband haben wir dadurch bekommen. Zurück. Es war nicht nur mein Arm damals. Ich habe damals was Unersetzliches verloren. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Mein Stein, ich weiß auch nicht.
Können wir das nicht anders lösen? Ich hab dir schon mal gesagt, ich will alles zerstören. Alles, diese verrückte Welt, sogar mich selbst. Und was ist mit Marlene? Was soll mit ihr passieren? Denk mal nach, Barrett. Wie alt war Marlene damals? Auch wenn ich jetzt zu ihr gehen würde, würde sie mich niemals erkennen. Und außerdem, Barrett, diese Hände hier sind ein bisschen zu schmutzig, um Marlene noch tragen zu können. Barrett? Gib Marlene den Anhänger. Er hat Eleanor gehört. Ein Andenken an meine Frau. Okay. Wow, Marlene ist schon 4. Barrett, bring Marlene niemals zum Wein. Dein? Dein! Dein! Dein, wir sind beide gleich. Meine Hände sind auch nicht sauber. Ich kann dann Marlene auch nicht tragen. Na! Ja, da hat sich Dein quasi selber aus dem Spiel genommen, ne? Ah, okay. Willst du was? Ich will nach oben. Wie gesagt, du brauchst die Erlaubnis vom Boss. Da musst du das Chocobo. Dein hat seine Gründe und kann nicht reden. Deshalb habe ich stattdessen das bekommen. Ah, ja, scheiß. Ich will nach oben. Gut. Hast du deinen umgebracht? Du musst es gemacht haben, sonst würdest du nicht das Ding da halten. Also, dein ist tot. Vielleicht geht's dann hier ein bisschen ruhiger zu. Okay, dein war der Chef hier? Okay, that's a bit strange. Dein war es egal, wer die Leute waren. Verdammt, was weißt du denn? Gut, ich meine, nein, ich weiß nichts. Tut mir leid. Bringst du uns dann von hier raus? Oh Mann, ihr Typen irrt euch. Ich habe euch schon mal gesagt, es gibt nur eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Und zwar indem du das Chocobo-Rennen gewinnst, das da oben in der Gold Source abgehalten wird. Und es kann nur ein Teilnehmer auf einmal raufgehen. Was? Nein, echt, auch wenn du mich bedrohst. Regeln sind Regeln, da kann ich nichts dran ändern. Sonst wird das ganze System hier durcheinander kommen und das kann ich nicht machen. Okay, okay. Ich lasse einen darauf gehen. Danach muss er es mit Dio aufnehmen. Also okay. Claude, geh du. Wir warten hier unten. Beeil dich und gewinn das Chocobo-Rennen, damit wir hier rauskommen. Los, Claude, zeig's ihnen. Du-du-dum. Und, hast du dich entschieden? Jetzt brauchst du nur noch einen Manager und du musst dich anmelden und dir einen Chocobo besorgen. Ich habe zufällig eine Geschichte gehört. Esther? Oh, was zur Hölle. Die ist so pink. Ich werde dein Manager. Nun, ich habe nichts dagegen, aber... Das ist Esther. Sie sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber es gibt keinen besseren Manager für die Rennen. Das ist so unhöflich. Also dann, naja, Cloud. Also, los geht's, Cloud. Ich schick dich mit dem Aufzug rauf. Erster erklärt dir die Details. Okay. Also so war das. Ich werde mal direkt mit Dio reden. Konzentrier du dich auf das Rennen. Ach ja, und nochmal auf die andere Frage zurückzukommen. Es gibt viele verschiedene Arten von Chocobo Jockeys. Es ist nicht nur für Kriminelle. Manche Leute geht es um die Berühmtheit, manchen um das Geld, manchen Leuten geht es nur um die Ehre. Und dann gibt es noch Leute wie dich.
Ich bring dir bei, wie man auf einem Chocobo reitet. Okay. Also zuerst die Select-Taste drücken, um entweder Auto oder Manuell zu wählen. Damit kann man entweder selbst die Kontrolle übernehmen oder den Chocobo alleine rennen lassen. Es ist aber ziemlich schwierig, den Chocobo dazu zu bringen, so zu laufen, wie du es willst. Wenn der Chocobo dich nicht mag, folgt er dir nicht. Da kann man nichts dran ändern. Aber die meisten Chocobos, die ich dir gebe, sind ziemlich sanft. Du solltest also keine Probleme haben. Mit der Viereck-Taste kannst du beschleunigen, mit der X-Taste kannst du den Chocobo bremsen. Wenn du aber schneller reitest, als der Chocobo rennen kann, verliert er bald seine Ausdauer. Mit den Richtungstasten kannst du den Chocobo nach links oder rechts lenken. Mit der Kreistaste bekommst du einen Geschwindigkeitsschub. Natürlich brauchst du so auch schneller deine Ausdauer auf. Manche Chocobos sind eher wild und können nicht gleichmäßig rennen. Sie haben deshalb auch keine große Ausdauer. Bei den Chocobos solltest du die manuelle Steuerung wählen, damit du ihre Geschwindigkeit drosseln kannst. Noch ein letzter Rat für die Restlosen. Wenn der erste und zweite Chocobo die Ziellinie überschritten haben, drückst du die Starttaste, um das Rennen zu beenden. Okay. Oh, warte, da sehe ich was Rotes. Bist du neu hier? Hi, Joe. Hey, Esther. Du bist hübsch wie immer. Danke. Lass mich vorstellen. Cloud, das ist Joey, einer der Top-Chocobo-Jockeys. Nett, dich kennenzulernen, Cloud. Wenn du zu Esther gehörst, dann... Hey, er ist ein aufstrebender Jockey. Er ist erst seit einem Tag hier und hat es schon hier heraufgeschafft. Was? Ach so, ich verstehe. Also, was hast du da unten gemacht? Entschuldigung, hier wird nicht über die Vergangenheit nachgefragt. Ziemlich interessant, ich habe das Gefühl, ich werde dich wiedersehen. Na dann, bis später, Cloud. Juhu! Diese Mucke macht mich fertig, Leute. Ich schau mal nach dem Chocobo. Warte hier ein bisschen. Okay. Erstmal. Ramü. Ich komme nicht ins Menü rein, das ist toll. Ich habe dir nichts zu sagen. Okay. Ich könnte mich ja wenigstens... Werd nicht übermütig. Geschick spielt keine Rolle mehr, wenn du das erste Mal im Rennen bist. Das Rennen fängt gleich an. Die Jockeys für das nächste Rennen bitte zum Sattelplatz. Ich wiederhole. Ich kann nicht raus. Kann ich jetzt vielleicht raus? Cloud, ja. Ich habe mich schon gewundert, wo du bist. Ich dachte, du redest weiter. Entschuldigung. Danke, dass du gewartet hast. Bitte. Ich habe nicht, dass ich die Wahl hätte. Das ist ein Chocobo, den ich selbst trainiert habe. Der verliert nicht leicht. Oh ja, weißt du, wie man auf einen reitet? Ja, ich weiß. Dann viel Glück. Das Rennen zu gewinnen ist quasi easy as fuck. Vor allem, wenn man auf der Innenseite bleibt, ne, da hat man ja sowieso einen geringeren Weg. Übrigens, diese Chocobo-Rennen, die werden wir noch häufiger haben im Spiel. Denn die sind auch Teil einer Sidequest. Oh, en masse. Guck dir an, was wir im 5-Vorsprung haben. Ist ja nicht mehr schön. Okay.
Ich habe wohl irgendwas verkehrt gemacht. Ach super, ich habe ihn wahrscheinlich... Hallo? Och Mist, so kurz vorm Ziel, dein Ernst? Ich hoffe jetzt, dass das gespeichert wird. Okay, ich glaube, da war ich doof. Ah, das kriegen wir aber noch hin. Pech. Du warst in einer schwierigen Lage. Ich suchte einen besseren Chocobo. Warte hier ein bisschen, okay? Okay, also das nächste Mal weiß ich Bescheid. Ich weiß, wie wir es deichseln. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen. Wichtig ist auf jeden Fall schon mal, dass wir Ramu mitgenommen haben. Das ist nämlich, wie ihr natürlich wisst, ne, anhand der roten, anhand dem Rot, des roten Dingens. Das ist ein Aufruf. Ramu dürfte Blitz sein. Und ja, damit haben wir dann unseren vierten Aufrufzauber. Cloud. Ja. Danke, dass du gewartet hast. Ja, ja, den du selbst trainiert hast, der verliert nicht leicht. Oh ja, 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 ich weiß, danke. Dann viel Glück. So, okay. Wir haben im Prinzip richtig gehandelt, nur nicht, ja, so wie wir eigentlich hätten sollen. Wir hätten nämlich ab einem gewissen Punkt einfach auf Auto wieder schalten sollen. So, erstmal Sprint-Taste. So, und Automatik. Und Automatik. Na, der Blaue hängt mir ziemlich am Arsch, ne? Ah, jetzt geht's, jetzt geht's. Der hat sich festgebackt, okay. Also recht easy. Ich achte gerade so ein bisschen auf die linke Anzeige, von wegen wie schnell die leer geht und so. Nicht, dass wir da gleich wieder mit einer leeren Anzeige hängen und unser Chocobo meint, er müsste, weiß ich nicht wie. Nein, was machst du denn? Oh, du bist so doof, Alter. Ja, wobei, Abstand haben wir genug, kein Problem. Haha. Ja gut, im zweiten Anlauf, das ist schon mal ganz gut. Okay, Start Select, können wir das Rennen ja beenden, ne? Herzlichen Glückwunsch, jetzt ist alles in Ordnung. Ach ja, der Besitzer hat mir gesagt, ich soll dir diesen Brief geben, wenn du gewinnst. Junge, wenn du diesen Brief liest, dann musst du einen Sieg errungen haben, den du bestimmt verdient hast. Ich habe von Esther über deinen erfahren, da du gewonnen hast, verspreche ich dir, dass du mit all deinen Freunden begnadigt wirst und dass sie alle freigelassen werdet. Ich habe auch sozusagen als Entschuldigung ein kleines Geschenk für dich vorbereitet, für die Reise. Es tut mir leid, dass ich dir dies nicht persönlich sagen kann, aber ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Mit freundlichen Grüßen, Dio. Immerhin ein Geschenk. Oh, mein PAS ist da. Cloud, ist das nicht fantastisch? Der stellvertretende Geschäftsführer ist gerade vorbeigekommen und hat uns einen Buggy für dich dagelassen. Jetzt kannst du ohne Probleme durch die Wüste und Flüsse fahren. Okay, Cloud, ich warte draußen. Ja, okay. Der Brief geht noch weiter. PS, ich habe vor kurzem Sephiroth kennengelernt. Er muss viele Fans unter Jungs deines Alters haben. Warum besorgst du denn nicht seine Unterschrift? Er scheint in Richtung Süden des Flusses nach Gongaga gegangen zu sein. Sephiroth. Jetzt heißt es also Abschied nehmen. Ja, wenn du je deinen eigenen Rennschirr geboren hast, komm wieder mal vorbei.
Ich kümmere mich um deine Anmeldung und alles andere. Bis dann. Ja, das ist nett, Esther. Dankeschön. Ha, haben wir es doch noch rausgeschafft. Wir behalten erstmal unser Team, wie es ist. Wegen der ganzen Substanzen, die noch verteilt sind. Ich werde gleich natürlich dann umrüsten, wenn wir draußen sind. Und jetzt haben wir ja einen Buggy. So fährst du den Buggy. Klicke auf OK, um einzusteigen. Klicke auf Abbrechen, um auszusteigen. Buggys können niedrige Flüsse und Wüsten durchqueren. Mit einem Buggy kannst du selbst in die Costa del Sol und Yunnan vordringen. Fahre einfach auf dem Frachtschiff mit. So, okay. Ja, das ist unser Buggy jetzt hier. Was kann ich? Kann ich jetzt Menü? Ich glaube, ne? Yes, kann ich. Der Silberreif, ist der besser als der Kohle? Yes, ist er. Und wir kriegen... Ja, okay, der Platinreif verdoppelt. Ja, okay, nee, dann nehmen wir den. Können wir zwei Substanzen mehr? Jobba, Junge. Ja gut, eigentlich eine, ne? Wir machen auf jeden Fall wieder Schutz rein. Und weil wir es drauf haben, machen wir... pass auf, wir tauschen die Feindeskönnen aus. Und machen Ramu, beziehungsweise... Den Blitz tauschen wir gegen die zweite Feindeskönnen-Substanz aus. Weil, ich hatte schon gelesen, wenn wir den hier draußen rumeiern, das kann ich vielleicht gleich noch machen, da kriegen wir eventuell noch was Gutes. Kohlereif. Was mit Barrett? Hat er auch? Ja, hat er, okay. So, warte mal, ich werde erstmal hier die ganzen Zusatzausrüstungen, werde ich mal eben rausnehmen. Einfach, damit wir da, ne? Guti! Hinders, wir sind wieder 5 Minuten zu früh dran mit, ja eigentlich 3, mit Auf Wiedersehen sagen, aber dennoch, wir sind Gott sei Dank endlich aus dem Knast raus, haben Ramu gefunden, was ich persönlich sehr, sehr cool finde, und ja, ich freue mich drauf, dass wir in der nächsten Folge wieder ein bisschen mehr erkunden können und so weiter. Ich werde vielleicht bis dahin trainieren, muss ich mal schauen, und ja, dann sage ich jetzt an dieser Stelle zu euch, see you guys, und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Final Fantasy 7. Hey yo guys, hat's euch gefallen? Gut, nun gibt's ein paar Regeln, denen ihr folgen müsst. Regel 1, das Video wird nicht geteilt. Regel 2, das Video wird nicht geteilt. Regel 3, lass ein Däumchen da. Regel 4, wenn du dich mitteilen willst, kommentiere. Regel 5, wer neu ist auf dem Kanal, sollte abonnieren. Denn wir sind das, was nötig ist. Wir sind das, was du brauchst. Wir sind Core Gamer Production.